Ja, hallo, servus und willkommen zurück, liebe Zwergenfreunde. In diesem Video möchte ich euch eine Übersicht über das User Interface von Dwarf Fortress geben und wie ihr euch im Spiel besser zurechtfindet. Wenn ihr das Spiel nach dem Embark startet, dann ist das Spielfenster zuerst dreigeteilt. Links seht ihr den Local View, in der Mitte das Action Menü und rechts die sogenannte Area Map. Ihr könnt diese Ansicht mit Tabulator ändern, um einen größeren Spielbereich zu sehen. Einmal drücken entfernt die Map. Ein weiteres Mal drücken, macht das Spielfenster größer und verkleinert das Action-Menü. Nochmal drücken und ihr habt nur noch das Spielfenster. Ein weiteres Mal drücken, kommt die Map zurück. Und nochmal und ihr habt das Action-Menü wieder zurück, wie es vorher war. Mein bevorzugter Spielmodus ist ohne Map, mit kleinem Action-Menü. Sehen wir uns nun zuerst den Rahmen um das Spielfenster an. Hier oben in der linken Ecke seht ihr, dass ich das Spiel aktuell pausiert habe. Ihr könnt es mit der Leertaste jederzeit fortsetzen und wieder neu pausieren, indem ihr die Leertaste erneut drückt. Manche Menüs pausieren das Spiel im Hintergrund automatisch. Wenn man weitergeht nach rechts, dann kommen die Frames per Second, darauf komme ich dann später zurück. Hier oben sehen wir den Titel des Spiels und eventuell wichtige Interaktionsmöglichkeiten, wie hier eine Petition, die wir annehmen oder ablehnen können. Dann kommt das Datum. Und hier rechts, unter Idlers, sehen wir die Zwerge, die gerade nichts zu tun haben. Zu der Zahl hier rechts oben und rechts unten komme ich gleich. Erst noch hier unten, die Happiness unserer Zwerge. Es beginnt mit Miserable in Rot. Dann kommt Very Unhappy, Unhappy, Fine, Quite Content, Happy und ganz rechts Ecstatic. Ebenfalls im Rahmen angezeigt, sehen wir hier unten eventuell das aktuelle Wetter. Wetter, Datum und Happiness werden durch das Plugin Dwarf Monitor von DFHack zur Verfügung gestellt. Wenn diese Informationen fehlen, habt ihr das Plugin nicht installiert oder deaktiviert. Am linken Bildschirmrand tauchen ab und zu Buchstaben auf. Diese zeigen euch, dass ein Report zur Verfügung steht, den ihr mit R aufrufen könnt. Ein rotes C für Combat, ein grünes H für Hunting, ein cyanfarbiges S für Sparring, was Berichte aus Kampftrainings bedeutet. Ein gelbes M ist ein Mission Report, ein gelbes S ist ein Spoils Report, was so viel bedeutet wie Beutereport, zum Beispiel die Beute aus einem Raid des Nachbardorfes. Dann gibt es noch ein gelbes T für Tribute Report. Tribute sind zum Beispiel Abgaben, die ihr von anderen Niederlassungen verlangt bzw. erhaltet. Innerhalb des Local Views, ich nenne es in Zukunft besser Spielfenster, könnt ihr mit den Cursor-Tasten navigieren. Links, rechts, rauf, runter springt einige Felder in der Ansicht. Im Spielfenster seht ihr zahlreiche Symbole, Zwerge, Tiere, Ausrüstung, Bäume, Pflanzen und vieles mehr. Sollte eines der Symbole blinken, dann bedeutet das, dass sich mindestens zwei Dinge auf diesem Feld befinden. Wenn wir den Cursor irgendwo hinsetzen wollen, um uns zum Beispiel die Informationen einer Pflanze anzusehen, dann können wir entweder mit der Maus dorthin klicken oder wir drücken K für Look und steuern mit den Cursor-Tasten. Sobald man K gedrückt hat und damit den Look-Modus aktiviert, bewegt sich der Cursor nur mehr um ein Feld. Wenn ihr zusätzlich die Taste Shift drückt, dann springt ihr genau 11 Felder weit. Sehen wir uns nun diesen Zwerg an. Sobald wir mit Look über dem Ziel sind, sehen wir rechts oben Informationen. Genauso aber alles andere, das sich auf diesem Feld befindet. Wir können mit Plus und Minus durch die Auswahl schalten und sehen unten unsere Interaktionsmöglichkeiten. Plus und Minus wird verwendet, um durch die sekundären Menüs zu schalten. Um Einheiten zu betrachten, ist es besser, wenn wir nicht K für Look nutzt, sondern V für View Unit. Dann erhaltet ihr rechts oben nur Informationen über die Einheit, welche gerade die geringste Entfernung zum Cursor hat. Sollte sich eine Interaktionsmöglichkeit ergeben, dann wird diese wieder unten im Action-Menü angezeigt. Wird eine Einheit mit V ausgewählt, dann ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten, auf die ich hier in diesem Video aber nicht eingehen möchte. Möchten wir den Zwerg folgen, dann wechseln wir in den Look- oder View-Modus. Dort drücken wir entweder die Taste F oder Shift F. Mit Escape kommen wir immer wieder in das Hauptmenü zurück. Dwarf Fortress ist ein dreidimensionales Spiel. Die unterschiedlichen Stockwerke werden Z-Levels genannt. Der Start-Z-Level wird oben rechts als 0 angezeigt und wird zur Face-Level genannt.
Ihr könnt nun mit größer als und kleiner als himmelwärts oder tiefer in den Boden. Rechts oben ändert sich die Zahl relativ zum Surface Level. Minus 1 bedeutet, wir befinden uns ein Level unterhalb des Surface Levels, plus 1, dass wir ein Level darüber sind. Wenn wir weiter nach oben gehen, sehen wir schließlich nur noch die Stämme und Blätter der Bäume, bis schließlich nur noch der Himmel verbleibt. Je nach generierter Welt können bis zu 600 Z-Level zur Verfügung stehen. Ihr solltet also keinerlei Platzprobleme bekommen. Gehen wir nun in die Tiefe. Wir befinden uns jetzt 144 Levels unterhalb des Surface Layers, unterhalb der Oberfläche. Ihr seht rechts unten nun die Zahl 0. 0 bedeutet, wir befinden uns auf Höhe des Meeresspiegels. Oder genauer, in den unterschiedlichen Ozeanen unserer Welt kann die Höhe des Meeresspiegels für jeden Ozean anders sein. Der 0Z-Level entspricht nun jener Höhe, die gleich ist mit dem höchsten Wasserspiegel aller Ozeane auf unserer generierten Welt. Aber ich kann noch tiefer graben. Ihr seht, das Z-Level wird nun negativ. Negativ bedeutet, wir befinden uns unterhalb des Meeresspiegels des höchsten Ozeans. Das tiefste Level unseres Forts ist minus 21. Wenn wir wieder nach oben gehen, nimmt die Zahl stetig zu. Wir befinden uns nun wieder auf dem Surface Level. Dieser liegt 144 Level oberhalb des höchsten Meeresspiegels. Es kann sehr mühsam sein, ständig auf der Karte umherzuscrollen. Deshalb können wir mit Shift-H Hotkeys erstellen, welche uns direkt zu einem Punkt führen. Bei Spielstart ist nur F1 definiert. Es entspricht dem Standort unseres Wagens. Womöglich haben wir einen See in der Nähe, der unseren Zwergen als Wasserquelle dient. Wir möchten nun schnell zu diesem See springen können. Mit Shift-H öffnen wir das Hotkey-Menü. Wir drücken jene Funktionstaste, die wir belegen wollen, beispielsweise F6. Dann können wir dem Hotkey noch einen Namen geben, indem wir N Change Name drücken. Wir bewegen das Sichtfeld zur gewünschten Position. So sieht das ganz gut aus. Danach drücken wir Z für Zoom hier. Wir sehen, rechts oben ändert sich Fisch, der Wert auf Zoom und F6 ist nun belegt. Mit Escape können wir das Hotkey-Menü wieder verlassen. Befinden wir uns außerhalb des Hotkey-Menüs, können wir zu der Position springen. Wir können nun, indem wir F6 drücken, direkt zu unserer Ansicht zurückkehren. F1, F6, F1. Noch ein Wort zur Spielgeschwindigkeit. Diese kann in Dwarf Fortress nur indirekt angepasst werden. Wenn es euch zu schnell geht, dann könnt ihr über PyLMP die FPS reduzieren und auf diese Weise das Spiel verlangsamen. Damit das Ganze funktioniert, müsst ihr Dwarf Fortress erst beenden. Ihr seht, das Spiel und die Zwerge laufen nun deutlich langsamer. Für viele Spieler lohnt es sich übrigens, eine Makrotastatur zu kaufen, um die unterschiedlichen Tastatureingaben etwas übersichtlicher zu gestalten. Ich hoffe, ihr findet euch in Dwarf Fortress nun etwas besser zurecht. Servus liebe Zwergenfreunde, macht's gut und bis zum nächsten Mal.